Ja, willkommen zum Lokalkampf. Zu Gast Borussia Vorarlberg und heute bei Ihnen hier in Wegberg spät als Tabellenführer. Mit 1:0 in der Führung in die Kabine gegangen. Hatte man eigentlich erwartet, dass die zweite Halbzeit genauso gut abgeschlossen worden wäre, aber man war überrascht von dem Ausgleich. Ja gut, ein Freistoß kann immer irgendwo mal durchrutschen. Ich glaube, da hat die Mauer nicht so sattelfest gestanden. Ja, einer dreht sich weg und dann geht der Ball durch, noch ein guter Freistoß. Ich glaube, was viel schlimmer ist im Moment für uns, ist einfach die Ausfälle jetzt. Lorenz Gläsig gestern beim Training, wahrscheinlich ein Meniskusriss zugezogen. Marius Müller frühzeitig raus, Sebastian Böhms jetzt in der letzten Aktion am Schlüsselbein eine Verletzung zugezogen. Sind dann so Sachen, kommt immer alles zusammen. Ja, und ich glaube, aufgrund der zweiten Halbzeit, trotz der Freistoß, der dann durchrutscht, haben wir vorne noch 200, 300%ige Chancen gehabt, die wir nicht genutzt haben. Und da muss man einfach im Fußball dann mal mit den Schienen zufrieden sein. Waren Sie mit der ersten Halbzeit zufrieden, mit der Ausbeute? Fußballerisch nicht wirklich. Ich glaube, wir hatten mal nach 3 Minuten haben wir schon fünf einfache Fehlpässe gespielt. Fußballerisch war es heute schwierig, sagen wir mal so. Nur mit einer 1:0 Halbzeitführung konnte man natürlich aufgrund des Spiels ganz gut leben. Wie gesagt, haben einfach dann vermissen oder ja, leider Gottes das zweite Tor nicht gemacht. Dann rutscht der Freistoß durch, nachher noch ein paar Chancen gehabt. Aber gut, das ist im Fußball und da muss man auch mal mit Punkt halt zufrieden sein. Und im Ausgleich hatte man das Gefühl, Borussia vor allem kam so ein bisschen Fahrt und ihre Mannschaft hat so ein bisschen den Wind rausgenommen. Ja, wobei sich ein bisschen anders. Ich denke, nach dem Ausgleich haben wir schon versucht, dann nach vorne zu spielen. Wir hatten noch 2 gute Chancen, da steigt es dann. Wo wir leider das Tor nicht machen. Auf der anderen Seite eine Chance von Vorarlberg habe ich jetzt nicht wirklich gesehen. Also von daher glaube ich schon, dass wir einen Chancenplus hatten und auch nach dem Tor mehr auf 2:1 gespielt haben als Vorarlberg. Das 1:1 beurteilen ist für Ihre Mannschaft? Ja, das ist kein Beinbruch. Also wir sind, auch wenn wir Tabellenführer sind, ja, sind wir mit Sicherheit jetzt nicht die Mannschaft, die von Sieg zu Sieg eilt. Wir sind gut jetzt in die Rückrunde reingekommen oder in die Restrunde reingekommen. Haben jetzt 7 Punkte geholt aus 3 Spielen. Vorarlberg steht nicht umsonst auf Platz 3. Ist einfach eine Top-Mannschaft, wo schwer gegen zu spielen ist. Und von daher, wie gesagt, wir können auch dann mal mit einem Punkt gehen. Wir sind nicht so vermessen, dass wir sagen, wir werden jetzt jedes Spiel gewinnen. Also da wissen wir schon, dass andere Mannschaften auch sehr, sehr gut sind. Welches Ziel haben Sie denn jetzt für die Saison? Grundsätzlich, wenn man einmal oben ist, möchte man auch oben bleiben. Und wenn wir nicht in die Spiele reingehen würden, um die Spiele zu gewinnen, glaube ich, wollen wir auch was falsch machen. Naja, die Frage Regionalliga. Ja, wir haben ja gemeldet für die Regionalliga. Wir werden am Platz alles dafür tun, dass wir zum Schluss oben stehen. Wir werden alles versuchen, sollte es nicht so sein. Und wir haben alles versucht, dann können wir uns halt auch nichts vorwerfen, wenn eine Mannschaft, andere Mannschaft besser war. Aber wir im Trainerteam, in der Mannschaft, werden auf jeden Fall in jedes Spiel reingehen, um Punkte mitzunehmen. Die Verletzten, wie werden Sie die nun in den nächsten Spielen ersetzen? Ja, werden wir sehen. Wir haben einen großen, breiten Kader. Wie gesagt, Marius Müller muss man abwarten, inwieweit jetzt, ob es nur eine Prellung ist, ob es dann bis nächste Woche reicht. Lorenz Klee und Sebastian Wilms sind dann schon wirklich schwer zu verkraften. Wie gesagt, bei Marius Müller hoffen wir, dass es dann innerhalb der nächsten Tage wieder passt. Aber müssen wir sehen. Wir haben gute Jungs hinten dran und werden wir auch hinbekommen.